Henning. Ja. Wir kommen zum nächsten Kampf. Ein für mich wirklich interessanter Kampf. Yannick Reiren vom MMA Geneva Team gegen Nepomuk Minarek vom Alligator Rodeo Team. Yannick steht schon beim Cutman. Hinter ihm in seiner Ecke Sebastian Pusteblome Baron. Sein Betreuer, der schon den Winterlook am Kopf angelegt hat. Es ist kalt in Berlin. Wir haben leichte Minusgrade. Es ist heiß in der Universal Hall. Es ist super heiß in der Universal Hall. Deswegen hat Sebastian auch sein T-Shirt ausgezogen. Beide in schwarzen Shorts. Der eine in Hayabusa-Shorts. Yannick mit dem Eis. Klappe zu, kann losgehen. Ladies and Gentlemen, bewegen Sie Ihre Hände. Ring frei, Runde 1. Und da fängt an. Yannick scheint sehr überlegen, dort zu kämpfen. Oh, schöner Low-Kick. Aber auch gekontert von Nepomuk. Weiterer Low-Kick. Die Low-Kicks der Schweizer kommen ganz schön gut. Ja, aber die waren mit dem Fuß getroffen. Das tut nicht so weh, wie wenn das Schienbein ist. Da geht er in die Close Guard. Und Sebastian Baron kommt da ja auch aus einem sehr, sehr guten Grappling-Team im MMA. Beide arbeiten hier von unten. Nepomuk versucht in Armbar Triangle Setup zu wechseln. Hat dadurch auch ein bisschen den Winkel geändert, um nicht mehr das Ground and Pound von Yannick einstecken zu müssen. Oh. Gelingt es ihm? Er versucht die Arme zu schließen. Nein, die Beine. Hat aber Yannicks rechten Arm in wirklich einer Position, die verhindert, dass Yannick weiter schlagen kann. Er benutzt seine Hooks da sehr intelligent. Sieht man auch nicht häufig. Armbar wäre da. Leider jetzt mit dem Rücken zu uns. Ja, aber der Bildschirm hilft uns hier weiter. Er bleibt in unserer Position, wo er seinen rechten Fuß unter die Achsel eingehuckt hat und versucht es mit Ground and Pound von unten. Und hat jetzt eigentlich die Möglichkeit, den Triangle zu schließen. Müsste aber dazu seine Hüfte auf die andere Seite bringen. Oh, Yannick steht auf. Über, um dem Triangle zu entkommen. Er schließt ihn reverse. Eigentlich ist jetzt der Verschluss auf der falschen Seite. Nepomuk müsste die Beinposition umdrehen. Ah, das Ground and Pound von Yannick. Jetzt macht er jetzt das. Jetzt versucht das. Der hatte ich gehört. Oh, der Winkel ist jetzt gefährlich. Wenn er jetzt den Underhook auf dem Bein hält, hat er den Tap. Da ist das Tap. Da ist das Tap. Ja. Von Yannick. Submission, erste Runde. Der Sieg geht nach Wuppertal. Fairer Kampf, sehr fairer Kampf. Nepomuk hat seine Triangle schon geöffnet, obwohl der Schiedsrichter das Tap noch gar nicht gesehen hatte, weil es nur mit der aus dem linken Handgelenk auf dem Kopf von Nepomuk. Also nur für die Leute, die es nicht gesehen haben, das war ein Triangolo. Ja. Ich glaube, den Triangolo hat jeder gesehen, den Tap hat vielleicht nicht jeder gesehen. So genau gesehen habe ich es auch nicht, aber ich habe gerade gefragt und er sagt, ja, es war einer. Meine sehr verehrten Damen und Herren, das war großartiges Grappling und ich bitte um einen großen Applaus für beide Kämpfer, für Yannick Reiman von Nepomuk Minarek.
sehr verehrte Zuschauerinnen und Zuschauer. Ich möchte auch noch auf eine weitere Spezialität hinweisen. Sebastian Baron ist heute der einzige Trainer, der den Ring nicht mit seinen Straßenschuhen betritt, sondern auf Socken. Oh, ich wurde auch darauf hingewiesen, dass gerade Frank, mein Co-Moderator, dasselbe getan hat. Es ist mir nicht aufgefallen. Bitte um Entschuldigung, Frank. Ja, das sind meine Trainingsschuhe. Sehr gut. Sieg geht in die rote Ecke an Nepomuk Rinaric.